Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir starten das Video in Feldmoching. Das ist der Feldmochinger Mann. Ist ein Gebiet, an dem arbeite ich gerade. Versuche das auf Gold zu bekommen. Jeder, der mir regelmäßig zuschaut, weiß Bescheid. Hier sind 7 Agenen und an der ersten ist ein Clickrate. Nehme ich mit, denn die erste Agena ist leider auch die beliebteste. Da bleibe ich nie lang drin. Deswegen nehme ich auch direkt den Raid mit, weil wir sind eh den ganzen Tag unterwegs, ein paar Raids mitnehmen, die uns Agena-Punkte bringen und die wir noch brauchen auf 100 oder in Shiny. Hauptsächlich 100. Ich nehme dann, glaube ich, noch die nächste Agena mit. Aber nicht mehr alle, weil ich will nicht penetrant sein und die Leute nerven. Ich versuche da nicht regelmäßig zu kommen, damit es halt nicht auffällt und nicht anfängt zu nerven, dass ich halt ständig in den Arenen bin und die mich dann jagen und mit Absicht kicken. Und noch bin ich in 2 Arenen, also brauche ich nicht wirklich jede Arena wieder komplett einzunehmen. Ich mache es halt eigentlich immer so, dass ich, solange ich noch in einer Arena bin, komme ich nicht in dieses Gebiet. Erst wenn ich gekickt werde, dann 1-2 Tage später, komme ich nochmal und übernehme das ganze Gebiet. Und momentan ist es so, ich habe bereits 2 Agenten von den 7 auf Gold und 2 kurz vor Gold und 3 in, ja, Anfang Silber. Das sind die ersten 3 sogar, sehr überraschend, da bleibe ich nicht lang drin. Deswegen auch hier auf jeden Fall den Raid. Grüße gehen auch raus an Konsti. Kollege hat mir gerade geschrieben, hat so gefragt, hey Jung, wir fehlen doch noch die 3 Agenten am alten Südfriedhof. Sind gerade alle gelb und da ist noch Platz frei. Ich schaue vielleicht vorbei. Also gestern sind wir ja auch da vorbeigekommen, also man weiß nie. Auf jeden Fall eine nette Info. Aber diese Info kriegen wir auch aus der Map. Münchner Map, die supporte ich ja in letzter Zeit. Schaut da vorbei, vor allem die Münchner. Und vergesst nicht zu spenden, die Map am Leben zu halten. Damit eben wir diesen Luxus haben. Und Raids, Quests und natürlich auch die 100er scannen können. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist das ein 100er? Das ist schon mal kein Shiny. Und ist auch kein 100er. Wohin genau, Alter? Ich bin jetzt zwar am alten Südfriedhof. Die Plätze sind noch offen, ich stelle mich rein. Weil sonst nirgendwo gibt es Raids, die ich machen kann. Wohin genau wäre auch ein Kandidat, den ich noch jagen könnte, aber man kann ihn halt nicht wirklich jagen, weil Psycho. Also auf der Map wird halt nur Psycho angezeigt und das kann halt Merges sein. Hast du Angst vor unsichtbaren Kräften? Kann ja auch Traster sein. Ich glaube, es kann nicht mehr Traumato sein, aber Abra kann es, glaube ich, noch sein. Wobei, 1 in 3 ist nicht ganz 1 in 3, weil manchmal kriegt man auch das zweite Pokémon. Das ist dann halt leidend. Wenn man sich freut, ist es wohin genau und dann kriegt man das zweite. Sonst, also Nocturne gab es ja nur Nocturne. Wenn das Kampfsymbol auf der Map war, wusste ich, hey, das ist Nocturne. Jetzt kann es ja auch Kikli sein zum Beispiel. Also jetzt kann man es halt nicht mehr so leicht jagen. Viel zu viel Auswahl. Ansonsten würden wir halt natürlich Lapras, wohin genau, Knackleon jagen. Wir nehmen mal schnell ein Alola Raichu mit. Da hatte sich eigentlich noch jemand dazugesellt. Ah ja, da ist sie, mit Verspätung. Dementsprechend geht das ganz schnell. Aber heute nicht so viele Raids am Start wie gestern. Gestern ging es echt gut ab. Viele Arenen, wo ich mir saftige Punkte gegönnt habe. Aber gerade ist nicht viel los. Wir haben später noch einen Glückstausch. Heute endet das Event. Wir haben vielleicht sogar 2 Glückstausche. Einen garantiert. Das nutzen wir nochmal aus und dann war es das mit dem Event. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit dem Event. Habt ihr euch ein neues Shiny gegönnt? Ich habe mir einen Anton gegönnt, aber den hatte ich schon. Und hat mit dem Event auch nichts zu tun. So, schauen wir doch mal. Ah ja, da meldet sich ja ein Kollege für Glückstausch, der Tommy. 12,59, endschlecht. Endschlecht. Und immer noch nicht Shiny. SOS, es ist ein 100er Lichtel reingekommen. SOS, SOS. Laut Plan komme ich 6 Minuten vor Despawn an, also müsste machbar sein. SOS. Let's go, Leute. Da vorne irgendwo, ihr seht es gerade nicht, ich habe kein Bildschirm bekommen.
Wo sind wir? Da, neben der blauen Arena. Ist nicht weit, wir stehen hier. Und wir haben noch 12 Minuten, also easy. Alles easy, Leute. Let's go! 100er Licht, Leute! Gönnt euch die Map, Münchner. Sie lohnt sich. Haha, guter Scherz. Da ist es, Leute. Und drinnen. Check. IV-Check? Ja. 100% Lichtel! Soft Dick! Ich drehe jetzt ein paar Runden, noch die Geschenke sammeln für heute. Weil ich treffe mich später mit einem Kollegen hier in. Ja, 50 Minuten. Also eine Runde rauf und wieder runter. Nicht ganze Runde. Dann machen wir ein, zwei Glückstausche und dann war es das für heute. Auf dem Heimweg noch eine aufgewühlte Frau getroffen, die hat ihre Tasche im Bus vergessen. Konnte nicht wirklich Deutsch, vielleicht Touristin, vielleicht so Austauschstudentin oder so. Da haben wir der noch geholfen. Ich habe dann gesagt, gutes Karma. 100er war Dribi, weiblich kommt dann vielleicht noch. Aber die Kollegin meinte, nee, das ist der Ausgleich für das 100er Lichtel jetzt. Sozusagen unser Karma zurückgezahlt. Aber schon allein, wenn man seine Tasche vergisst und da die ganzen wichtigen Sachen drin sind, Portemonnaie und Ausweis. Wir nehmen mal schnell einen Alola Knogger mit, denn heute Abend endet das Event und ohne den Bonus schaffe ich den nicht mehr zu zweit. Selbe Arena, selber Raid wie gestern im Video. Was für ein Zufall. Die 1000 Arena-Punkte gönne ich mir. Und los geht's. Eigentlich genauso schnell wie gestern. Da hatte ich 2 Kyogre verwendet. Und heute habe ich 2 Giratina verwendet. Ah ja doch, 4-5 Sekunden langsamer. Aber wie gesagt, ich habe nicht drauf geachtet, welche Attacken die jetzt hatten. Nicht shiny leider. Und leider auch nicht gut. Ah, der hat Wetterboost. Deswegen, der war heute ein bisschen stärker. So, Glückstausch mit dem Kollegen. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir ihn gesehen haben. Ich glaube, am übernächsten Tag sind wir wieder lucky geworden. Ja, übernächsten Tag. Und der Kollege will ein Alola Vulpix. Gegen ein Alola Vulona. Ach so. Ach, egal. Nee. Es kostet 20.000, weil ich kein Vulona noch nicht habe, aber ist ja egal. Mir Lotte. Mir auch. Er hat sogar ein Tattoo von Alola Vulpix. Ah, jetzt habe ich nicht drauf gehabt. Was brauchen wir hier? Brauchen wir noch einen 100er Alola Vulpix? Yeah. Aber egal. Trotzdem. Ja, bei mir auch ungefähr so. Schade. Auf dem Heimweg noch einmal Sierra gefunden. Sierra und Alo, brauche ich noch. Also shiny von denen. Und? Gönnt uns Sierra? Oder haben wir uns heute genug gegönnt? Ich glaube, wir haben uns heute genug gegönnt. Ah, ja. Das war ein krasser Tag. 100er Lichtel. Beim Halloween-Event nicht bekommen. Also was heißt nicht bekommen, da ist keiner gespawnt. Da war die Map noch nicht so weit, aber die hat sich ja jetzt verbessert. Es geht voran und wir haben uns ein 100er Lichtel gegönnt. Da kann man nur sagen, super saftig. Ansonsten ist endlich dieses Freundschafts-Familienfest-Event vorbei. Fand es nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ja, man konnte zweimal am Tag tauschen, Spezialtausch. War ganz nett, aber und reduzierte Kosten, aber die Spawns, die Quests, all dies, das drumherum. Hat mich nicht interessiert. Also ich bin recht froh, dass das Event zu Ende ist. Das einzige Interessante war 100er Wartribi weiblich, aber ich habe davon leider keinen bekommen. Ich bin gespannt auf das nächste Event, wahrscheinlich das Weihnachts-Event. Davor kam jetzt noch eine Box gestern Abend und die ist nicht schlecht. Wir waren live, wir sind jetzt übrigens jeden Tag live bis zum 23. Ab 21 Uhr ungefähr immer. Circa eine Stunde, bisschen chillen, bisschen so den Tag ausklingen lassen. Könnt gerne vorbeischauen.
Und die Leute gestern im Stream waren schon recht begeistert von dieser Box. Die hat nämlich 17 Pässe, 4 Superinkubatoren, 4 Sternstücke und 4 Glückseier. Also schon recht stabil. Manche sind aber immer noch skeptisch, weil die Weihnachtsbox, das Weihnachtsevent steht vor der Tür. Und könnte natürlich sein, dass die noch krasser wird. Und ja, wenn man jetzt Geld für die ausgibt, hat man halt weniger Geld für die Weihnachtsbox. Aber die Box ist so stabil, ein paar kann man auf jeden Fall kaufen, würde ich mal sagen. Und dann, also ich werde davon, glaube ich, so viele kaufen, wie es geht. Und wenn die Weihnachtsbox dann noch klasse ist, dann werde ich von der Weihnachtsbox einfach einen Jahresvorrat und kann einfach so viel, wie ich im Beutel Platz habe. Aber das werden wir sehen, wenn das Weihnachts-Event anfängt. Ich bin gespannt drauf. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Event fandet jetzt, das Freundschafts-Familienfestival. Jörg Ausbeute so war, das einzige Shiny, was ich bekommen habe, war ein Anton. Ansonsten, jeden Tag jetzt 2 Videos im Dezember, denn da ist der CPM richtig krass. Schaut gerne vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.